Ey Freunde, ihr seht wieder mal Andy und Klöt vor der Kamera. Und Freunde, wir sind nicht zu Hause. Wo sind wir, Claudio? Ey, wir sind zurzeit in Köln. Jetzt warten wir auf unseren Rückflug und wir kamen gerade vom Podcast, den wir aufgenommen haben, mit genau. Marc Eggers. Ey Freunde, die YouTube-Legende, die Mode-Legende, die Straßenumfang-Legende, dieser Mann, einfach ein Hybrid, ein Toyota Prius unter den YouTubern, der kann einfach alles. Und wir hatten die Ehre, mit diesem Mann einen Podcast aufzunehmen. Obwohl er recht kurz wurde, weil Freunde, ihr seht es, also ich glaube, ihr hört an uns, wir sind alle sehr tot. Silvester wurde gut entzwirbelt und genauso bei Marc. Ey, Grüß gehen raus, Brudi. Und deswegen am Ende, also irgendwann müssen wir... Vlog folgt noch, bei genau, der Vlog kommt noch, weil irgendwann müssen wir den Podcast beenden, weil Marc kotzen musste. Auf Trocken, also ich darf es auch erwähnen. Marc musste nicht mal kotzen, deswegen Freunde, der Podcast wurde sehr, sehr strong. Wir sind Themen eingegangen, die so noch nicht öffentlich waren bei Marc. Auch sexuelle Themen, weil ihr wisst, Freunde, das interessiert uns alle, wie... was andere Leute lieben, was andere Leute nicht mögen. Auf jeden Fall. Deswegen, Friends, wir fliegen jetzt zurück. Enjoyed den Podcast. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr das nächstes wollt. Und by the way, schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, was Marc in der Hose hat. Deswegen, Freunde, gehen wir rein in den Podcast. Hey, ist Marc Eggers eine ordentliche Person, ist die Frage? Früher einer der unordentlichsten Menschen der Welt. Aber mittlerweile, also stört es mich richtig. Ich brauche alles irgendwie komplett clean, ordentlich. Saug manchmal zweimal am Tag. Sogar zweimal am Tag? Manchmal. Und bei dir, wie oft gesaugt? Alles klar. Und ich glaube, das ist ein guter Start. Was für ein Einstieg. Das ist ein Einstieg. Ey, Freunde, ihr seht, wir sind hier nicht in Zürich, nicht mal in der Schweiz, wir sind hier in Köln bei der YouTube-Legende, Marc Eggers. YouTube-Legende. Ey, wie lange machst du YouTube? Sag ehrlich. Boah. 13 Jahre? Das erste Video, ich habe ja angefangen mit Breakdance-Videos. Ja, ja. Das erste Video habe ich, glaube ich, vor 15 Jahren hochgeladen. 15 Jahre? Boah, ist aber schon krass. Das war wirklich so am Anfang, direkt von YouTube. Krass, Bruder. 15 Jahre. Boah. Was war damals die Auflösung noch? 360p? So, das war teilweise echt... Was war das, was noch diese Flip-Phone-Videos, die man das auf dem Flip-Phone schauen konnte? Ey, wir haben mit so einem, das war so eine Art MP3-Player Archos oder so hieß das, glaube ich. Ja? Kennt keiner mehr. Nee. Den konntest du so Videoaufnahmen machen. Das war voll krass. Qualität war wirklich total schade. Aber allgemein, so vor 15 Jahren kam Breakdance. Wie lange ging diese Ära bei dir? Wie viele Videos, besser gesagt? Boah, ich habe ja mit 12 Jahren angefangen und habe das 15 Jahre gemacht oder so. Und das ist gut durchgezogen. Du warst ja in einem Stunt der Beste der Welt, meinst du? Ja, stimmt. Natürlich, was meinte ich? Das war dieser angetrunkene Marc, der wusste ich. Vielleicht im Sofa einen Scheiß gehabt. Ich habe mal einen Trick echt so lange trainiert, dass ich mit einer der Besten auf der Welt war. So auf dem Ellbogen drehen, also da kannte man mich so tatsächlich. Aber es gibt ja immer jemanden, der noch krasser ist. Ja, safe, und noch safe. Mehr. Dann kamen Leute aus Korea, die haben dann nochmal übertrieben und so. Aber ich war schon zu einer Zeit in einem Trick, wusste man, okay, McFly, so war damals McFly, geil. Wie so ein Special McDonald's-Burger, der McFly ist. So richtig. Ja, inspiriert, auch gerne McDonald's gegessen. Aber wann kam dann die Modezeit bei dir? Also, wer es nicht weiß, Marc Eggers, so hab ich dich auch kennengelernt damals auf YouTube. Der war Andrew Klöd vor Andrew Klöd sozusagen. Der Modemann auf YouTube, wo es auch die Männermodewelt noch kleiner war. Ja. Viel kleiner. Und er war einer der einzigen damals, ja, die so mit Düften und das Ganze angefangen hat. Ja, früh war Sammy Simani war ja am Start. Ja, Sammy Simani. Ah, stimmt, krass. Hat auch krass. Schon so Modesachen gemacht, der war früh. Ja, aber du warst schon progressiv, also so tiefer drin, sag ich jetzt mal so. Ja, ich habe, also mein erstes Video war, glaube ich, am 7.7.2015. Oh. Da habe ich das richtig gestartet mit dem Kanal. Und habe echt nur so, ich glaube, so ein Sea Salt Spray. Habe ich Sea Salt Spray irgendwie so ein Review gemacht. Und irgendwie, mich hat das zu der Zeit einfach alles extrem interessiert. Das Haarstyling-Thema und so. Ich habe so jedes Wachs, was es gibt, bestellt, geguckt, was ist geil, was hält gut und so. Und war da halt voll drin in dieser Thematik und halt auch Mode. Aber so in meinem Bereich, weil damals war noch nicht so dieses, das war noch nicht so cool. Ja. Da war auch noch nicht so, dass Rapper so mit Balenciaga keine Ahnung, was für Marken irgendwie unterwegs waren. Damals war noch diese Ami, also das waren... Die Sean John Zeit. Ja, Sean John. Picasso Jeans war damals noch eher so. Nach Deutschland kam damals, ja. Aber das war so, ja, war einfach meine Leidenschaft, dann eher so Zara, H&M. Was ist der beste Wachs bis heute, sag mal ehrlich? Der beste Wachs ist mein Wachs. Würdest du deine Mutter schwören, dass es der beste Wachs ist? Ja, natürlich. Safe. Aber guck mal, jetzt kommt es ja immer, ne? Für mich das beste Wachs, weil, ey, guck mal, bei deinen Haaren bringt es nichts. Ich habe Pomade. Ich habe Pomade zum Beispiel. Ich benutze nur Pomade. So, da ist jeder, ne? Jeder hat eine andere Haarstruktur und so, aber wir haben so viele Leute, die das immer wieder kaufen jetzt, ne? Ja, unser Haarwachs feiert jetzt, oh krass, ey, genau heute vor 3 Jahren.
Krass. Gibt es einen Endoclip Rabattcode, Endoclip20, da kommt sogar noch gar nichts. Nein, wir machen sogar auch eine Aktion. Ich glaube, wir geben 15%, die Leute kriegen noch 2 Artikel geschenkt und so. Geil. Aber heute vor 3 Jahren ist es rausgekommen und für mich wirklich das Beste. Es hat auch lange gedauert, bis das dann wirklich mal ready war. Und wie gesagt, also habt ihr lange entwickelt? Hey, ultra lang. Ich habe so viele Proben gehabt. Immer wieder das meinem Friseur gegeben. Ja. Der hat das dann immer freitags bei all seinen Kunden getestet. Und der war immer so richtig ehrlich und authentisch. Und bei den ganzen Proben immer am Anfang, ja, ist scheiße. Ja, ist Schrott, ja, ist Schrott. Ich so, was? Das ist doch eigentlich ganz gut. Er meint, nein, bei der Haarstruktur ist kacke, bei der. Und wir haben so lange gewartet, über ein Jahr würde ich jetzt mal sagen. Immer wieder. Es dauert ja auch, wenn du so ein Musterteil, dann testest du das, ist nicht gut, dann dauert es locker ein paar Wochen, bis das nächste kommt. Geil, Mann. Was grinst du schon wieder? Also ich verlose in den Kommentaren schon mal 3-mal dieses Paket. Wenn schon Marc I dabei ist, müssen wir verlosen, weil ich will, dass unsere Community da auch unterstützen kann, wenn es gut ist. Okay, aber nach der Modezeit, war nicht dein Blow-up, das war so, du bist gewachsen da. Hast du erzählt gehabt? Ich hatte tatsächlich die meisten Views einfach mit Haarstyling-Tutorials. Also da gibt es einfach ein Video, Haarstyling-Tutorial bei mittellangen Haaren. Ich glaube, es hat fast 1 Million Aufrufe. Boah, also das ist stark, das ist stark. Gesucht haben, das ist stark, ja, war safe. Zu der damaligen Zeit, egal was du eingegeben hast, sagen wir wirklich nur Lederjacken, Männer, ja. Mein Video war überall auf 1 gerankt. Winter-Styling. Das habe ich dir heute auch gefunden. Das war auch was mit Lederjacke. Ja, die Leute haben einfach extrem viel danach gesucht. Und ich war immer sehr weit oben oder sagen wir mal in den Top 5. Ja. Und dadurch sind die Leute irgendwie auf mich aufmerksam geworden. Und ich war dann auch echt für die Leute immer nur, in Anführungsstrichen, der Fashion-Typ. Geil. Also wenn ich auf der Straße lang gegangen bin, kamen die Leute, ey, danke dir, Mann. Wegen dir habe ich irgendwie den Style gehabt. Du hast mein Leben verändert. Ja, so krass war es nicht. Aber so, weißt du, auch so Outfit-Tipps fürs erste Date und sowas. Wegen und dir das war so ein anderer Mehrwert, weißt du? Wegen dir habe ich all meine Haare verloren. So ist meine Kamera. Ich habe jetzt Glatze wegen dir. Wegen falschen Produkten. Aber das ist heute nicht anders. Die Leute sind immer noch genau gleich interessiert. Wir waren auch mal beim Friseur, haben die Haare schneiden lassen, haben Videos darüber gemacht. Ja. Und die Resonanz war wirklich stark. Ja, war gute News. Ja. Aber es war halt immer, also jedes Video war für mich eigentlich so, ich wollte, dass die Leute einen Mehrwert haben. Weißt du guckst dir das an und hast irgendwie was gelernt dann so. Und das war eigentlich mein Hauptanspruch damals gewesen, den Leuten was mitzugeben. Und ich dachte, ey, also auf YouTube gibt es so viel, aber irgendwie gar keiner, der übermuckt wird. Aber jede Generation braucht so diesen einen Mark Eggers. Das ist so, jede Generation. Ich war jetzt auch nicht so, Digga. Nein, aber jetzt mal ehrlich so, jede Generation hat, also ich glaube, jeder hat mal mit 15 mal gesucht, eben so bestes Hairstyling-Produkt. 100%. Diese Suche hat jeder mal gehabt. Aber das ist doch auch so geil. Bestes Parfüm zum Frauen bekommen, hat jeder mal gesucht. Ja, Komplimente und so. Ne? Ja. Aber das ist ja einer der geilsten Sachen. Du 100%. Gehst auf YouTube und kannst dir die ganzen Informationen holen. Es war mega nice. Und es war so zu der Zeit ein bisschen so dieses David Beckham-Ding. Weißt du, den konntest du als Mann einfach cool finden. Ja. Die wollten der Fußballspieler, der hat den geilen Style so. Und das war einfach cool. Und so war es teilweise auch mit meinen Videos, dass die sagen, ey Marc, so ein Breakdance-Typ, der erzählt was von Mode. Und viele konnten sich damit so identifizieren. Sieht ja gut aus, halt muss man sagen. Also, ja, du damals doch. Vielleicht noch, Digga, mittlerweile in die Jahre. Nein. Nee, das ist wirklich gut aus. Ja, muss man sagen. Jungs, so dreht sich auf der Couch her, geht in eine falsche Riesenglatte. Er hier mit Lederjacke, lange Haare, Sonnenbrille in den Haaren. Ja, wir müssen gleich abschalten, Jungs. Aber wann kam der Wandel jetzt mal? Also wir hatten die Breakdance-Zeit, wir hatten jetzt die Modezeit, dann kam jetzt diese polarisierende, was ist dein Bodycount-Zeit, würde ich mal behaupten. So. Die Straßenumfragen-Zeit, oder? Ja, ehrlich gesagt, dieser Straßenumfragen-Eggers, sage ich jetzt mal, das ist eigentlich der ich schon immer war. Selbst in der Schule, ey, die Leute waren immer so, ey, komm mit, Marc muss mit dabei sein, Klassenreise, weil ich immer einer war, der so viel Scheiße gelabert hat, der die Leute unterhalten hat und so. Aber ich habe das, es hat ja nicht so reingepasst in Mode und Fashion, weil da habe ich mich hingesetzt und habe eigentlich wirklich nur einfach dann versucht, den Mehrwert so Essenz zu geben, genau. Ja, und aber dieses, der Wandel, den gibt es gar nicht, sondern ich habe einfach nur mal gezeigt, wer ich wirklich bin. Natürlich sind das Videos, die sind geschnitten, das ist Entertainment, auch ein Comedy, aber nichtsdestotrotz bin ich halt der Typ, ihr kennt mich selber jetzt ja auch privat. Ich mache meine Sprüche, so, 100%. Weißt du, ich bin auch, wenn aber die Kamera aus ist, haue ich genauso raus, weil ich das einfach mag, Leute zu unterhalten. Und, muss man die schon lassen, bist wirklich, also, ist wirklich, das sage ich auch immer bei uns, das sage ich immer, Klötz, ist sehr wichtig, dass man vor der Kamera die gleichen Jokes wie hinter der Kamera, sonst hast du dich nicht diesen Flow. Ja, sobald man sich verstellen muss, dann macht man etwas falsch mit seinem Content. 100%. Ja. Und so war es, und ich habe dann einfach mal die Sachen so drin gelassen, so wie ich halt bin, und dann hat es ganz gut funktioniert. Und für mich war das einfach dann, guck mal, ich bin dann älter geworden und habe mich immer sehr in dieser Moderationsrolle gesehen oder auch viel Feedback von Leuten bekommen. Ich habe mir das am Anfang erstmal gar nicht so zugetraut. Ja. Ich dachte, boah, moderieren, voll der krasse Job, ne? Also das ist ja manchmal eben so, wenn du mal siehst, wenn Leute so krasse Live-Shows machen. Aber dann habe ich so ein paar Sachen mal gemacht gehabt und dann war richtig oft so das Feedback, ey, du kannst es voll gut mit der Moderation, und dann hat sich das immer mehr so weiterentwickelt und jetzt ist das für mich so richtig
Du hast auch eine super starke Crowd Control, muss man ganz klar sagen. Ja. Haben wir gesehen in der Lanxess Arena. Ja. Du konntest den Leute wirklich so aufhypen, wirklich stark. Ja. Aber ja, guck mal, ich habe jetzt auch nicht so viel Talent. So, das ist halt das Ding bei mir. Ich kann jetzt nicht so viel anderes, außer jetzt vielleicht irgendwie die Leute im besten Falle unterhalten. Übrigens, sorry, ne, wegen der Stimme, man hört. Boah, alle glauben. Silvester, ja. Silvester, wir sind alle komplett im Arsch. Es ist wirklich das 1. Januar hier, drei Männer auf einem Sofa. Wir sind, wir sind durch. Wir sind durch. Aber das macht den Podcast jetzt recht gut. Weil die nächste Frage, die ich auch stellen möchte, Straßenumfrage, schon ein hartes Pflaster. Klönlich haben einmal eins gedreht in Zürich. Vor allem am Anfang, wenn die Leute eigentlich die kennen, die kommen ja nicht zu dir. Dann musst du sie überreden, vor die Cam zu kommen und sie sind nicht immer so warm. Das ist wirklich schwer. Was ist deine krasseste erste Erfahrung gewesen bei Straßenumfrage? Meine erste Erfahrung war, ich wollte nach einer halben Stunde abbrechen, weil ich mich nicht getraut habe, die Leute anzusprechen. Boah. Mein Kameramann, Grüße gehen raus, Johnny Tapia, der hat damals gesagt, ey, mach jetzt, zieh jetzt durch. Ich so, ich trau mich nicht. Ich habe mich wirklich nicht getraut. Man kann sich das teilweise gar nicht vorstellen. Jetzt mittlerweile gehe ich auf alle zu und habe mich da auch so reingefuchst. Aber es war so, hey, du gehst da hin. Ich hatte ja nicht mal ein richtiges Mikrofon. Nur so ein Ansteckding, so ein kleines. Weißt du, so und bin auf die Leute. Ich glaube, die erste Umfrage war, glaube ich, der beste Sommerduft. Also für mich waren dann die Umfragen auch immer noch so mit Mehrwert. Ja, ja. Und dann in diesem Bereich, ne? Es war Mode, Fashion, Lifestyle, alles, was so um dieses Thema geht, was Männer dann halt auch verbindet, dann, ne? Mit Parfüm und Tasten zu sehen. Und deshalb habe ich dann halt die Umfragen gemacht, auch mit Düften dann erstmal nur. Und ey, war Katastrophe. Also wirklich ja total. Ehrlich? Ja. Hast du damals noch eher Männer oder eher Frauen gesprochen? Ja, beides. Also ich habe, genau wie du auch sagst, damals ist keiner gekommen. Ja, eben. Klar, ich war auch früh schon in meinem Fernsehen gewesen, habe Sachen gemacht. Hier und da kannten einen schon mal Leute. Mhm. Aber bei den Umfragen war das halt nicht so. Was ich aber auch richtig gut gefunden habe. Also ich finde, heute ist es manchmal voll schade, wenn die Leute kommen, weil irgendwie ist es cooler, wenn man einfach nur so einen Talk hat und die jetzt nicht wissen, ey, ne? Ja, ja. Also, weißt du, so, viele kommen dann mit Absicht und wollen extra krasse Antworten geben, damit die vielleicht viral gehen oder noch mehr auffallen oder so. Ich find's echt cool. Bodycount vierstellig, normal. Ja, kennst du, dann kommt einer so, ne, und erzählt. Aber ich finde es echt cool, wenn es eher authentisch ist und man irgendwie ein gutes Gespräch hat mit den Leuten oder halt die Frage dann so stellt. Also schon mal diesen Moment, wo du fast schon Deep Talk hattest? So. Ja. Ehrlich? Also bei einer Umfrage? Was war das Thema? Boah, puh, ich glaube, es war immer dann das Thema, wenn ich jetzt mal, sagen wir mal, mit einer Frau mal geredet habe. Und ich hatte wirklich mal dann Interesse und habe jetzt nicht irgendwie einen Joke gemacht, sondern es war jetzt eine Frau, wie ich sage, ey, die spricht mich wirklich an. Naja. Und dann kommt man ins Gespräch. So, dann Carsten, ich gebe mir kurz einen Kaffee. Und dann redest du dann und bist dann wirklich, ne, das ist dann nochmal was anderes, Kamera aus und dann, ey, cool, was machst du so? Und dann einfach mal mit einer Person etwas länger geredet. Aber klar, wenn ich jetzt hingehe, wie hoch ist dein Bodycount, dann jetzt nicht den Über-Deep-Talk und so. Ah, Bruder, 25, okay. Wir fangen von vorne an. Person 1, wie war das? Nein, so ist jetzt nicht. Aber, aber hast du noch viele Leute wieder mal getroffen, dann privat oder so? Zum Beispiel doch, Frauen? Schon manchmal, ja. Manchmal einige Leute trifft man sogar öfters. Auch die sind schon mal 2-3 Mal in meinen Videos gewesen. Gab es diese unangenehme Situation, so diese, wo du einmal so eine Antwort bekommen hast, die wirklich so nicht so nice war? Und ach klar. Ich habe voll oft Sachen, die wirklich krass sind. Das kann ich zum Beispiel mal sagen. Ich gucke natürlich auch, ne? Natürlich ist es Entertainment und das soll Comedy sein. Aber wenn ich merke, okay, das ist wirklich zu krass, dann cutte ich das natürlich raus. Dann ist es am Ende des Tages mir scheißegal, ob das vielleicht viral geht oder die Mega-Klicks bringt. Ja. Gib mal ein Beispiel. Wenn ich das Gefühl habe, dass das zu doll ist, so, dann versuche ich natürlich auch irgendwie zu sagen, ich mache das nicht. Und zwar, da ist gerade der Krieg, hat gerade angefangen in der Ukraine. Und da hat ein Mädchen das Mikrofon genommen und gesagt so, yo, Putin, ich liebe dich, du bist der Beste, ich will ein Kind von dir und so. Yo. Weißt du, so. Aber dann schon auf Alkohol oder war das wirklich auf nüchtern? Bro, die war nüchtern so mäßig. Krass. Boah. Also so, das war schon heftig, ey. Aber ich sage so, wenn zum Beispiel du bei der Reeperbahn aufnimmst und die Leute voll alkoholisiert sind, wirst du nicht mal vielleicht umzingelt oder zu viele Leute kommen auf dich zu? Ja, schon. Also wir haben schon, also Mallorca, haben jetzt eigentlich fast immer jemanden dabei, so Security-mäßig. Okay, das sieht man da nicht so, ne? Das war nicht so rein. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Typ, der da so diese Videos macht, wo dann, ich hatte früher mal so Videos, dann habe ich das mit reingeschnitten, wenn Leute mit mir so Bilder machen oder so, weißt du, aber das ist ja auch irgendwie, dient ja nicht dem Video so. Ich muss auch selbst Darsteller machen, eben, ich kenne Leute oder so. Und dementsprechend schneide ich natürlich auch nicht rein, dass der jetzt so ein Security ist oder so, weil es soll ein cooles Video sein, die Leute sollen unterhalten sein und nicht irgendwie abgefuckt. Aber klar, ey, Reeperbahn ist natürlich schon extrem, Mallorca ist so unfassbar extrem. Ja. Also wir haben teilweise schon ein Problem gehabt zu drehen, weil zu viele Leute gekommen sind. Hast du schon überlegt, auf Englisch zu machen? Bro, ich habe schon mal auf Englisch gemacht, aber... Wie war's? Ja, Katastrophe. Ich habe What's Your Favorite Style on a Man? In Los Angeles habe ich das gemacht. Oha. Aber in der Speedo?
Wie Jamie Fragrance? Ja, schon das das war der Fehler. Aber wenn jetzt Englisch meine Muttersprache wäre, würde ich, glaube ich, safe richtig viele Umfragen auf Englisch machen. Ich würde so eine Welttour machen. Das wäre sehr krass, auf jeden Fall. Stadt durchziehen. Oh, geil. Aber diese Umfragen leben ja auch teilweise davon, dass ich schlagfertig bin, Sprüche mache. Ich kann das überhaupt nicht auf Englisch. Ich bin richtig gehemmt. So, das ist auch immer, wenn ich im Ausland bin, nimmt man mir eigentlich so mein Stärkstes, so diese Kommunikation wird mir so weggenommen, weil ich mit den Leuten nicht richtig agieren kann. Und dann merke ich immer, boah, wie hilflos ich teilweise bin. Klar, ich spreche Englisch, ich kann mich verständigen, so, ne? Aber es ist halt nicht, dass ich jetzt da so Jokes machen könnte. Okay. Ich stell mir so vor, so, Mark irgendwo in Los Angeles, hey girl, what's your body count? 30. Okay, thank you. Es gibt wirklich diese Umfrage, what's your favorite style in the man? Die habe ich wirklich mal gedreht. Ja, aber man muss alles mal austesten. Wir haben auch schon Videos gemacht, wo ich nachher denke, was war da los bei uns? Ja, safe. Was war, 100%. Was war der Gedankengang bei uns? Aber es ist auch so, ins kalte Wasser springen. Mich haben auch, glaube ich, viele Leute gut gehatet, weil mein Englisch so schlecht war. Und dann so, Bruder, so. Aber weißt du, ich stehe dann auch dazu und sage dann auch den Leuten, ja, so ist es halt. Wenn du dann nicht in der Schule aufpasst und dann irgendwelche anderen Sachen im Kopf hast, dann bist du halt auch, wenn du reisen bist oder wo auch immer, ist ein Problem. So. Aber jetzt mal ehrlich, zu dieser Übergang von Mode zu diesem Lifestyle, Straßenumfrage, war er fließend oder hast du dir irgendwann mal gesagt, so, okay, schau, ich möchte jetzt wirklich damit, ich möchte mich wechseln? Ich habe in diesem, also letzten Jahr angefangen, ich glaube am 17. Januar, da habe ich mir das Mikrofon geholt. Von einem Jahr erst? Boah, krass. Nur so regelmäßig, also nur noch Umfragen zu machen. Ich habe, glaube ich, schon vor 4 oder 5 Jahren die erste Umfrage gemacht. Ja, die habe ich noch im Kopf. Genau, mit Parfüm. Da habe ich das immer mal wieder gemacht, aber zwischendurch, weil dieser Kanal stand so, selbst mir Mode, Lifestyle. Und dann wollte ich das auch nicht so wechseln, ne? Wie die Leute, wenn die jetzt, keine Ahnung, 20.15 Uhr, nee, 19.45 Uhr, RTL, die Zeiten schlecht sein, dann wollen die das ja sehen, so, weißt du, dann schaltest du das ein. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, auch die Verpflichtung, ey, das muss so Mode sein, weil ich habe die Community und die wollen das so sehen. Aber ich habe dann im letzten Jahr halt angefangen, 17. Januar oder 18. Ich habe mir das Mikrofon geholt mit diesem Popschutz drauf und dann habe ich gesagt, ich mache nur noch Umfragen. Einfach, weil das war das, was ich am meisten so geliebt habe, was ich am coolsten fand. Safe. Dann habe ich ein Jahr auf diesem Kanal nur noch die Umfragen gemacht. Und werde jetzt auch, also klar, wenn ich das jetzt nicht mehr fühle, würde ich das auch wieder ändern und irgendwas anderes machen. Aber tendenziell ist das gerade das, was ich machen will, mit der Moderation natürlich. So. Aber ich glaube vor allem auch für Zuschauer, die jetzt jünger sind oder zum Beispiel auch in die Social-Media-Welt reinsteigen möchten, wie war es für dich, als du diesen Wandel gemacht hast, auch so menschlich? Weil du hast auch sicher diese Angst ein bisschen so, fuck, ich gehe in eine neue Branche rein, so ich gehe weg aus meiner Komfortzone. Was kannst du im Nachhinein sagen? So, zum Beispiel, du würdest jetzt den 25-jährigen Marc treffen, den Breakdance-Marc damals noch. Was würdest du ihm sagen, was würdest du ihm für einen Tipp auf den Weg geben, so auf deine Karriere? Ey, das Gute ist, dass ich eigentlich immer sehr auf mein Herz gehört habe und habe mich davon immer leiten lassen. Und das würde ich mir immer wieder selber auch raten, dieses, klar, ne, nicht zu viel denken und so, man macht sich immer Kopf und denkt hier und da und so, einfach mal machen. Aber dieses, ne, geh mit dem, was dein Herz dir so sagt, und das ist eigentlich fast immer der richtige Weg. Wenn du da das machst, was du liebst. Und ich schneide ja meine Videos zum Beispiel auch alle noch selber. Klar habe ich jetzt meinen Zweitkanal, wo Leute mich da unterstützen. Aber bei den Umfragen in diesem Jahr, ich glaube 80-85% habe ich selber geschnitten. Also die auf dem Hauptkanal? Auf dem Hauptkanal, genau. Aber man muss auch sagen, du bist auch kein One-Hit-Wonder. Also du machst schon sehr lange. Ja, das war ein langer Prozess bei dir. Du bist nicht von über Nacht. Du bist auch nicht so mit so 20 so erfolgreich geworden. Man muss sagen, also du hast jetzt auch ein gewisses Alter erreicht. Ja, ich bin später angefangen. Aber klar, zu der Zeit, damals, ne, Social Media, YouTube, hatte ich das Gefühl, waren die Leute auch ein bisschen älter schon. Safe. Noch, da war da, jetzt mittlerweile, sie auf TikTok sind ja mega jung. Ja, so, ja auf jeden Fall. Aber mir war es halt auch, die Umfragen, wenn ich die gemacht habe damals schon, sind halt auch schon richtig gut angekommen. So, und daher wusste ich, oh, okay, das ist jetzt, ich bin nicht bei neu gestartet oder habe jetzt einen neuen Kanal gemacht, sondern ne, ich habe Umfragen gemacht, die sind jetzt auch nicht alle durch die Decke gegangen, aber die hatten dann schon, keine Ahnung. Müssen die auch nicht. Nein, am Anfang war es so, diese erste Umfrage mit dem Parfüm, die hatte gar nicht viele Klicks so, ne, im Verhältnis, aber die Kommentare waren so krass. Ja, so, ja. Weißt du, die ersten Videos haben gar nicht so viele Leute gesehen, aber die es gesehen haben, haben alle geschrieben, ey, so lustig, so geil, macht mehr und so. Und da habe ich gedacht, ah krass, es gucken zwar nicht viele, aber die es gucken, feiern das richtig. Weil die Parfüm-Nische, ich schwöre es, die ist immer so. Boah. Wir machen ja auch mal Parfüm-Videos. Das ist eine krasse Sucht, die man entwickeln kann. Ja, dürfte das Ganze ist insane. Ich habe ja auch, ich glaube, bevor ich sogar meinen Fashion-Kanal hatte, habe ich sogar auf einem anderen Kanal schon Parfüm-Videos mal gemacht, so meine 5 Düfte und sowas. Geil, ja, so JQ-Video-mäßig. Ich muss das mal gucken, das ist sogar vielleicht auf dem Kanal
noch privat oder so, richtig alt. Da ja, das war auch schon Fried Aventus und so. Und ja, aber es wäre auch ein geiles Video, wenn du das machen würdest, so mit so anderen YouTubern auch. So, was ist dein Lieblingsduft jetzt gerade? Ja. Und dann kannst du so verschiedene YouTuber reinschneiden. Ja, ich finde das auch selber so spannend. Safe. Wie riecht wer? Weißt du, es gibt ja, ja auch, ja, Will Smith hat diesen Duft. Und viele sagen es auch gar nicht. Das machen also diese Schlangen, die wollen nicht teilen. Also ja. Lieblingsparfüm? Boah, jetzt gerade, no joke, Baccarat. nein. Baccarat. Also, wenn ich jetzt ganz kurz beantworten müsste, das ist eine super schwere Frage, sagt ehrlich. Ja, es ist schon, also immer so auch ein bisschen mutabhängig, muss ich sagen. Ja, 100%. So wie man aufsteht, wie die Laune ist. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade diesen Duft heute, auch, glaube ich, gestern getragen, das Parfum de Marly Leighton Exclusive. Es riecht, das ist so. Das ist in der Nase gerade, aber. Ja, also kurz zusammengefasst, es riecht so ein bisschen, es stinkt ein bisschen. So Apfel. es ist so ein bisschen stinky Apfel. So. Ja? Es ist so, also es ist auch sehr, sehr intensiv, muss man sagen. Aber ich glaube, es ist auch sehr, also ich finde es immer schwierig, so jetzt vor allem in einem Podcast sowas zu erklären. Und in einem Video schon schwer, aber in einem Podcast noch schwieriger. Deswegen möchte ich auch nicht zu tief rein, aber Klöd, hau mal raus. Bei mir gibt es so einen Duft, du kennst ihn, der heißt Rocha Oligarch. Ja. Und ich wollte den Duft schon wirklich sehr lange. Und das Ding ist, ich habe den im Februar mir überlegt zu kaufen, also kostet 500 Euro. Und dann kam der Krieg und wegen dem Namen wurde der Duft eingestellt. Ja. Das heißt, man konnte nichts mehr kaufen. Und dann musste ich den von einem Sammler privat kaufen, weil das war die einzige Möglichkeit, den nochmal zu bekommen. Sonst ich hätte nie mehr bekommen. Der ist geisteskrank. Der ist wie Aventus Creed auf Testosteron. Also der ist insane krass. Das ist der Dosenöffner, ich schwöre dir. Ja, also Marc, ich schwöre dir. Habt ihr den hier? Nein, leider nicht. Weil der zu Hause. Nur noch eine Flasche 50 Milliliter, die ich jetzt habe. Wenn die leer ist, bekommen die nie wieder wahrscheinlich. Also sehr schwierig. Dann gibt es nicht mehr, ist eingestellt. Okay, krass. Okay. Was ist deine? Komm, Marc, mit was öffnest du die Dosen? Sag. Was ist der Dosenöffner von Marc Eggers? So ein Metallding habe ich da. Diesen Thunfischöffner. Ja, genau. Ich weiß nicht, bei mir ist es auch immer so sehr phasenabhängig. Ich hatte jetzt viel Louis Vuitton en Monomar, der war halt geil, aber jetzt mittlerweile ist es auch so krass Mainstream. Aber der ist so ein heftiger Duft von der Haltbarkeit. Ja. So. Aber ich wechsle auch viel durch. Ich habe gar nicht so jetzt momentan diesen einen, den ich so die ganze Zeit habe, jetzt von Marc Gebauer, den Zerschaff-Duft, den er mir geschenkt hat. Danke, Marc, nochmal. Welchen genau? Wie heißt er nochmal? Argento. Der ist... Den rieche ich auch bei dir. Der ist sehr nice, hatte ich auch beim Sober Oktober die ganze Zeit dabei. Aber ich bin auch immer phasenabhängig und auch natürlich so, ne, Wetterzeit, Wetter, Jahreszeit und so. Aber ich glaube, jetzt auch die Frage, Marc, man muss schon sagen, du bist schon ein Dosenöffner. Du bist ein Dosenöffner, oder? Willst du von dir sagen, du bist ein Dosenöffner? Was bedeutet denn Dosen? Also jemand, der sehr gerne Thunfisch konsumiert. Im wahrsten Sinne. Bruder, jetzt kommt er schon mit Vorliebe. Nein, aber es ist die Frage, ich glaube, die uns auch so viele fragen. Wieso ist Marc Eggers Single? Ey, das ist eine gute Frage, die stelle ich mir auch selber. Nein, aber ehrlich sehr so. Sehr oft, wenn ich mal alleine. Man muss sagen. Warst du eigentlich zum letzten Mal in einer Beziehung? Schon lange her, oder? Ja, vor 2,5 Jahren. Also ich bin eigentlich das erste Mal so richtig Single. Ich war fast immer in Beziehungen. Ich habe es gar nicht immer so öffentlich gemacht und das so krass kommuniziert. Aber seitdem ich 19 war, war ich fast immer in Beziehungen. Krass, hätte ich es nicht gedacht. Ja, ich glaube, die längste war so 4 Jahre oder so und bin eigentlich ultra der Beziehungsmensch. Das ist sehr krass. Ja, aber jetzt dann, ne, war ich das erste Mal so richtig Single, habe mich so krass auf mich selber fokussiert, habe einfach mein Ding gemacht, habe ultra viel gearbeitet und das ist auch voll schwer, das alles unter einen Hut zu bringen. Weißt du, wenn du eine Frau hast, hey, die braucht auch Aufmerksamkeit. Ist Luxus auch, weil du musst die Zeit investieren. Ja, ich sehe das bei vielen Leuten, die sind halt schon länger mit ihren Freundinnen zusammen und die wachsen dann da so mit rein auch, weißt du? Und wenn jetzt eine Frau in mein Leben kommt, wo ich bin voll, sehr viel unterwegs, immer am Reisen, dann auch die ganzen Videos und dies und das und ich glaube, es ist auch sehr schwer, das alles so zu akzeptieren. Aber wie ist dieses Gefühl für dich? Weil man muss auch sagen, so die Zeit spielt gegen uns alle. So, wir haben alle die gleiche Zeit, die Zeit tickt. Hast du auch schon überlegt, so zu sagen, so, okay, ich mache YouTube-Pause vielleicht und mache eine Familie? Nein, also YouTube-Pause würde ich sowieso nicht machen. Okay. Also würde ich dann machen, wenn ich es nicht mehr fühle. Mhm. Und ich habe ja zwischendurch auch mal gesagt, wenn ich jetzt mal ein Video mache und irgendwie danach keinen Bock habe, was zu machen, ne, brauchen wir mal eine Sommerpause oder so, dann mache ich das auch. Mhm. Ich bin jetzt nicht so getrieben, dass ich sage, der Algorithmus und ich muss oder so. Ich stress mich nicht, sondern ich versuche das immer so beizubehalten, dass ich das so mache, wie ich es will. Aber hey, wenn sich das ergibt, ich hätte jetzt eine Frau und würde das nicht mehr machen wollen, dann ist es halt so. Aber was müssen Sie für Kriterien haben, damit das funktioniert? Sag mal ehrlich, so bei dir die Top 3 wichtigsten Aspekte bei einer Frau. Cool, jetzt kommen wir nicht mit Aussehen, weil sonst direkt den Podcast löschen. Nein, guck mal, es sind ja die Aspekte, die, glaube ich, jeder irgendwie wichtig findet. So, ne? Dass man halt sich gut versteht, dass man einfach humormäßig auf einer Wellenlänge ist. Sie muss über deine Witze lachen. Wenn sie nicht über über jeden Witz nicht, ja, so bei mir verstehe ich auch, wenn eine Frau sagt, so witzig ist das hier und da nicht. Aber so, weißt du, ich will mit meiner Frau einfach Spaß haben. Weißt du, was ich meine? So, und einfach lachen können. Man muss sich einfach ergänzen.
das ist so wichtig, dass man ehrlich ist, egal in welcher Hinsicht, so auch wenn es unangenehm ist, trotzdem, dass man... Groß, klein? Das ist mir eigentlich egal. Ich bin optisch, ich schwör's dir, ich habe da gar nicht so einen Typ irgendwie, dass ich so oder so bin. Die Ausstrahlung, die Attitude muss mich irgendwie catchen und sie muss auch irgendwie Bock aufs Leben haben. Weißt du, ich bin so hungrig, ich habe so Lust, so viel zu sehen, zu machen und bin so glücklich und dankbar irgendwie, das alles erleben zu dürfen. Und ich hätte gerne eine Frau an meiner Seite, die das auch so sieht, weißt du, die auch sagt, geil, komm, wir machen das, wir sind hier, die einen nicht auffällt, sondern eher so diesen... Unterstützt auch, so pusht. Ja, das ist ganz geil. Ja, diesen Film, den man so, in dem man da so sitzt die ganze Zeit und den man da so fährt, das finde ich schon wichtig. Weil aber hast du oft so einen Moment, wo du denkst, jetzt eine Freundin zu haben, wäre schon besser? In letzter Zeit voll oft. Ja, verstehe ich. Also immer so am Abend im Bett oder? Ja, da habe ich dann, verstehe ich sehr. Abends im Bett bin ich ja nicht alleine, ne? Da ist der Thunfisch. Aber, dafür sind wir hier. Nein, aber gerade jetzt auch, ne, zur Weihnachtszeit und so natürlich, guck mal, mit 36, wie du sagst, ne, man wird nicht jünger. Viele Leute in meinem Alter haben ja jetzt schon Kinder, Familie. Macht so, Mama keinen Druck? Macht Mama keinen Druck? Nein, die macht sowieso keinen Druck. Mama Eggers macht einen guten Job. Keinen Druck hier machen. Aber guck mal, du kannst das ja nicht ändern. Ja. So, und wenn ich eins gelernt habe... Man darf das Schicksal auch nicht erzwingen. Ey, das darf man wirklich Dinge, nicht. Dinge, die du nicht ändern kannst, so, dann solltest du dir jetzt nicht so im Kopf machen. Fact. Ich bin immer so, wenn ich weiß, ich kann was aktiv verändern, ja, dann mache ich mir Gedanken und versuche und mache und tu. Aber ey, irgendwann kommt die Frau und dann macht's Klick. Und wenn nicht, dann nicht. Digga, dann bin ich vielleicht mit 50 auch noch und habe halt keine Frau meiner Seite. Wäre scheiße, aber dann ist es halt so, weißt du? Also da bin ich eigentlich jetzt gar nicht so... dass ich mich selber unter Druck setze oder von der Gesellschaft jetzt, ey. Wo Gesellschaft macht schon Druck, muss man so sagen. Das macht mir nicht so Druck, bin ich ehrlich. Also so, das Einzige, was mir Druck macht, ist, ey, ich werde älter. Ja. Gar nicht im Sinne von biologisch oder sonst was, so, dass ich keine Kinder wegkriegen kann oder keine Kinder bekommen, sondern so. Hast du nicht den Kühlschrank ein paar Proben? Mach dir jeder mal so. Mach so ehrlich, jeder ein paar Fische im Kühlschrank für Notfall. Nein, aber so. Bro, so du hast Eiswürfel, halt, ja, ein paar Eiswürfel. Du hast halt nicht mehr so viel Zeit allgemein. Ja, was ich meine, also natürlich, ich bin jetzt auch kein Opa, aber trotzdem, ne, die Zeit tickt ja einfach auch. Und aber wenn es dazu kommt, Mädchen oder Junge, was siehst du bei dir mehr? Ich fühle mich ganz so diesem Familientag reingerutscht. Also ich weiß, viele Männer haben keinen Bock auf ein Mädchen. Aber verstehe ich. Ja, kann ich verstehen. Weiß ich nicht, also Digga, Hauptsache gesund, so weißt du. Ja, 100%. Wenn ich das Glück habe, Vater zu werden, da freue ich mich wirklich. Was für Sinn. Hauptsache gesund. Aber ich hätte da gar nicht so irgendwie, dass ich eher ein Mädchen oder ein Junge haben will. Ey. Aber ey, ich möchte auch ein Thema ansprechen, das vielleicht ein bisschen intimer ist, sag dir ehrlich, weil es interessiert mich immer, wie tief ein Podcast reingehen kann. Jetzt werden wir deep. Hat Mark Eggers einen Fetisch? Ach, Brudi. Und das ist ein Thema, weshalb ich auch drüber reden möchte, weil sehr, sehr viele Leute heutzutage immer noch sehr, sehr so diskret mit dem Thema sind so. Die leben das noch nicht aus. Ich glaube, aufgrund der Gesellschaft. Sie werden voll Druck gemacht. Weil ich glaube, du bist auch ein Vorbild für viele Jungs. Also kann man so sagen. Fetisch-Vorbild, ey. Das kennen ja viele Leute auch, weil ich da schon mal Videos drüber gemacht habe. Ich gehe gerne so auf Partys, so Kindheit-Club-mäßig und sowas. Finde ich super, ne? Also wenn da das Leute dann einfach alle so ihr sexuelles Leben so ausleben, wie sie wollen, Menschen ohne Vorurteile, jeder ist irgendwie gleich, gibt keinen VIP-Bereich, kein Flexen, Champagner spritzen oder hast du irgendwie nicht gesehen. Ne? Spritzt nicht so, mit Champagner da. Ja, spritzen mit anderen Champagner auf jeden Fall rum, ey. Aber solche Sachen, ne, das ist, glaube ich, schon ein Fetisch von mir, so, dass ich da gerne auch, ja, auch auf solche Partys mal gehe. Das mache ich jetzt auch nicht jede Woche, das kommt dann irgendwie alle paar Monate mal vor. Aber sowas ist schon, glaube ich, jetzt auch nicht normal, hat jetzt auch nicht jeder Typ. Wenn normal ist, ist ja auch nicht wichtig, was ich meine. Ja, ne, aber... Ne, naja, wann hast du das überhaupt für dich das so entdeckt? Im Vergleich zu vielen anderen Leuten, die das vielleicht nicht so mögen, was ja auch völlig fein ist oder auch nicht so offen sind. Für mich ist Sexualität was Schönes, Digga, weißt du so, ich finde... Ja, ich fühle das auch, muss ich ehrlich sagen. Nur dein Schein, wirklich. Aber wann hast du das so für dich entdeckt? Oh, auch erst spät. Ich glaube, mit 30 oder so das erste Mal. Okay. Aber da hört ja auch so, man entdeckt nicht alles mit 60, weiß ich. Man hat nie ausgelernt, muss man wirklich ganz klar sagen. Aber gibt es, kann man es in Köln so richtig ausleben? Weil ich muss sagen, in Zürich zum Beispiel. Nein, Berlin ist natürlich nochmal ganz anders, ne? Aber in Köln gibt es ja diese KitKat-Party einmal im Jahr, oder? Das ist die einmal im Jahr? Ich glaube, alle 2-3 Monate. Die sogar? Im Bootshaus, das kann ich jedem nur empfehlen, der echt offen ist, der jetzt auch keine Vorurteile hat. Ne? Gibt es da eine gute Geschichte dazu? Wir hatten im letzten Podcast hatten wir eine Bergheim-Geschichte von einem Freund von uns. Geil, aus Berlin, die war wirklich krass. Kann ich nur empfehlen, aber gibt es eine gute Mark Eggers KitKat-Geschichte? Nee, so krasse Storys habe ich nicht. Ich habe nur noch etwas im Kopf, wo man einen Abonnent dich erkannt hat. Ja, das gut, ja, okay, das hatte ich schon mal, dass ich im Darkroom war, dann mit einer Begleitung und dann kam ein Mädel auf sie zu. Und die beiden, also sie stand so vor mir und die beiden haben dann so angefangen, so ein bisschen rumzumachen. Ja. Und dann kam halt so der Typ, der anscheinend mit ihr da war, also die Begleitung von es war dunkel.
Ja, sehr dunkel schon, aber man konnte sich schon sehen, so als komplett dark, ne? Und dann kommt der so auf die Mädels zu, ich stehe so hinter und dann fangen die da gerade irgendwie alle an, was zu machen. Und er sagt, ach was, Marc Eggers. Geil, und will so abklatschen, weißt du. Das ist ja die falscher Moment jetzt gerade. Auf diesen ganzen Partys, da werden auch die Handys weggenommen und so. Also, das ja, ist ja, logisch. So Selfies, ne? Aber ja, ist ja gibt keine Straßenfrage. Er ist jetzt nicht der beste Moment, Digga, angesprochen zu werden, sag ich dir ehrlich, bei so einer Fetischparty, Alter. Also wenn ein Abonnent zu dir kommen würde und sagen würde, ey, ich will da joinen. Und du weißt ganz genau, das ist ein Abonnent von dir. Willst du da mitmachen lassen? Nein. Abonnentin auch? Oder, ja, Abonnentin. Abonnentin schon, ja, ja. Okay, oh, ey, man muss fair bleiben. Nein, aber tendenziell ist es schon cooler, wenn das Leute sind, die sie nicht so kennen und man jetzt nicht irgendwie seine Nachbarin trifft. Ja, auf jeden Fall. Die Bäckerei-Fachverkäuferin steht, so, weißt du? Also, es ist schon cooler, wenn da Leute sind, irgendwie, die jetzt nicht immer alltäglich siehst. Deshalb, glaube ich, ist auch in Berlin ein bisschen geiler, weil es sehr international ist. Sehr. Und einfach so ein breiteres Publikum hast, so von den Leuten, ne? Aber wenn du in Berlin bist, was ist dein Lieblingsclub da? Warst du schon in Berghain? Berghain war ich tatsächlich noch nie. Möchtest du mal hingehen? Feiere ich natürlich extrem. Ja, ich bin gar nicht mehr so auf diesem musikalischen Film. Ich habe ja mal 5 Jahre auch in Berlin gelebt. Krass. Da war ich dann auch drin, so diese ganze Elektronummer und so. Ja. Ich nehme halt auch gar keine Drogen. Same. Ich habe noch nie was genommen in meinem Leben. So. Und aber ist gut. Ist jetzt nicht immer, ne, dass jeder, der da hingeht, Drogen nimmt, aber klar. Ne, ist schon sehr präsent, muss man sagen. Ja, ja. Eine Begleiterscheinung, sagen wir mal so, dass viele Leute das schon machen. Und da bin ich halt jetzt nicht so drin. Und ich muss in dem Mut sein, aber ja. Was für Musik hörst du in dem Moment gerade? Ey, ich höre echt alles. Bei mir gibt's gar nicht. Also für alles von Schlager zu Charts zu Pop. Ey, lustige Story. Ich hatte letztens mit einer jungen Dame Kontakt, auch intimer. Und sie hat mir gesagt, dass sie, wenn sie Sex hat, nicht keine Musik hört. Ich habe mich ein bisschen recherchiert und sehr viele Leute hören keine Musik beim Sex. Ich habe auch selten Musik. Wieso bei euch? Ehrlich. Bei mir wirklich sehr selten Musik an. Was? Also machst du wirklich so eine Box? Sitzt du eigentlich die ganze Zeit so da? Ja, Mann. Was ist das für eine Ausnahme für dich? Oh. Er sitzt die ganze Zeit so da. Oh, Mann. So, yo. Ja, Digga, The Weeknd, ne, kennt man noch. Also The Weeknd? Ja, klar. Aber ich bin jetzt auch nicht so der... The Weeknd, Klassiker. Ich bin jetzt auch nicht so der, jetzt immer so heftig viel Musik hört. Ich mag es halt auch, die Frau zu hören, so. Ja. Also, aber es braucht nicht Symphon. Ich schwöre dir... Aber manchmal habe ich gar keine Nerven, so eine Musikbox anzumachen und direkt rein in die Masse. Doch, ich habe noch so eine Lichtbox, diese JBL Pulse. Ah, die, du kennst die. So, Alter, macht richtig Diskothek. Ja. Nee, aber ich, also nee, in letzter Zeit auch sehr selten bei mir gewesen, ey. Weil ich finde, ey, ohne Musik finde ich, ist keine Ahnung, zu trocken. Echt? Weil nach 9 Sekunden ist vorbei bei mir, weiß ich meine. Aber die besten 9,2 Sekunden ist Lebens. Sekunden, man kennt's. Ja, nee, Musik eher selten. Marc, hast du einen Tipp? Hast du auch einen Tipp? Da muss ich ehrlich sagen, habe ich auch mal gesucht gehabt. Ich war so vielleicht so 14 oder so. Habe ich gesucht, wie bleibt man länger im Bett aktiv? Wenn man nicht kann. Aktiv meinst du, wenn man zu früh kommt? Ja, wenn man zu früh kommt. Hast du dann einen Tipp? Boah, Digga, ist echt schwierig. Ich glaube echt, du musst dir einfach die Gedanken dann machen, ne? Ein bisschen runterfahren. So. Weil man muss schon sagen, du bist schon ein erfahrener Hase da. Du hast da sicher deine Erfahrung gemacht. Noch hatten wir ja keinen Sex. Ne? So, als ob ich irgendwie heute Nacht mit ihm am Bett unterwegs war. So. Jetzt aber hier mein Privatleben so kennt oder so. Das musst du die Frauen fragen, ob ich ein erfahrener Hase bin. Aber weißt du, ich glaube, es gibt auch gar nicht dieses Gut und Schlecht oder hast du nicht gesehen. Es gibt dieses entweder vibet es und man ist auf einer Wellenlänge. Ja, weißt du, am Ende des Tages, ich habe einen Fetisch. Ne? Sagen wir jetzt mal, ich stehe auf Anal und die Frau nicht. Dann ist ja nicht, weil sie nicht drauf steht, ist sie schlecht im Bett und ich bin gut. Das ist ja einfach nur, entweder findet man beide irgendwie dasselbe geil und ich glaube, dann vibet es auch und man hat zusammen viel Spaß oder halt nicht. So. Und daher ist immer gut und schlecht. Ja, früh kommen ist natürlich immer nicht gut, aber das kannst du machen. Also, du kannst dann halt echt denken an irgendwie einen Weihnachtsmann oder keine Ahnung, so, ne, dich runterholen und dann ein bisschen langsamer machen zwischendurch. Kannst auch mal sagen, dann... Einfach eine zweite Runde direkt hinten dran. Oder zweite Runde, ja. Das kann ja jedem passieren, so am Ende des Tages. Ey, wir hatten letztens eine Kooperation mit einer Dating-App, die sich auf Fetische spezialisiert. Echt? Ja. Das war wirklich super spannend. Pure App ist die. Echt krass. Ja, ist eine Fetisch-App. Und da war auch so das Thema, was sind deine No-Gos? Was sind Dinge, die du niemals machen willst mit einer Frau, die einfach dir nicht gefallen oder du einfach nicht fühlst? Was wäre so deins, wo du sagst, bin ich nicht dabei? Ich mag das jetzt nicht so, wenn mich eine Frau dominiert. So, ne? Das sehr gerne. Also mit Schlagen oder so? Nee, allgemein. Es gibt ja auch so, dass man an einer Hundeleine da ausgeführt wird. Okay, okay. So. Das ist okay. Nicht meins. Ja. Also gar nichts gegen die Leute, die das machen. Ne? Jeder hat ja da seine eigenen Vorlieben. Aber das wäre jetzt nichts für mich. Ja, einmal wollte mich eine Frau würgen. Und ich habe so Stirnnackenkommando-Hals, weißt du, ich meine, ich will diesen Farid Bang. Er hat den breitesten Nacken auf YouTube. Ich habe den breitesten, müssen wir anschauen. Den breitesten Nacken. Ja, also der ist wirklich stabil. Der Schwimmernacken. Und auf einmal nimmt so eine Frau, die war nicht klein, aber auch so 1,75 oder so,
nehme beide Hände und probiere mich zu würgen. Und ich schaue sie nur so an, so. Ich war so baff, so, Bruder, was geht hier gerade ab? Was passiert hier? Deswegen, ich verstehe dich komplett, das ist gar nicht meine Ruhe. Es müssen beide einfach, ne, mögen und damit einverstanden sein. Und ja, was hältst du von Füße lecken? Das war auch ein Thema bei uns. Auch nicht meins. Same. Also, nee, reizt mir auch gar nicht. Aber meine Käsemarken will auch keiner. Ey, ich wurde auch mal so blutig gekratzt, ich war wirklich am Weinen. Das ist gar nicht meins. Das ist gar nicht meins. Dieses Kratzen. Muss, wie gesagt, ey, beide müssen das mögen. Ey. Und was ist außer Familie, also außer Feste mit mehreren Leuten, was fühlst du sonst noch? Was kannst du sonst noch empfehlen, so unter die Runde? Zu langweilig bin ich, Alter. Zu langweilig? Nein, das glauben wir nicht. Ey, wir sind hier bei Mark Eggers Behind the Scenes, das glauben wir. Ich da auf diesem Sofa. Also diese Partys sind schon nice, weißt du, das ist schon auch schon verrückter dann, ne? Ich komme gerne zu bei Leuten auch. Ja. Ich mag das gerne. Aber in Paris warst du schon. Paris? Ja, im Eiffelturm. Auf dem Eiffelturm? Nein, den Eiffelturm. In Paris mit den Jungs, kennst du nicht die Aussage? Kennst du die Stellung nicht? Nein. Eiffelturm? Paris, Eiffelturm? Nein, kennst du safe. Nein, kennst du. Ey, an dieser Stelle google mal Eiffelturm. Also Eiffelturm. Wir können so ein Bild einblenden. Ja, ja. Und machen wir. Aber ihr könnt euch vorstellen, da ist Mark Eggers auch nicht euer On-Vogue, höre ich da. Ey, ich google gleich mal, was du warst noch nie mit den Jungs in Paris? Nein, Mann. Einmal muss mit den Jungs nach Paris gehen. Geil. Aber ey, anders. Ich muss kurz mal pissen. Toilette? Ja, geh schnell, ist kein Problem. Kein Ding. Ey, wir müssen wirklich gerade abrupt enden, muss man sagen. Dem guten Marc ist gar nicht gut gerade neben uns. Oder packst du noch ein bisschen? Leute denken schon, er hängt hier so ein bisschen durch. Ne? Aber Silvester. Es war echt anstrengend. Das ganze Jahr war ultra anstrengend. Dann Fußball-Event, dann hier, ja, ich wenn ihr da seid. Ich bin wirklich... Vor allem, ihr habt nicht gesehen, die Vlogs kommen noch, was behind the scenes ablief. Oh mein Gott. Das war viel Party hier. Kann ich euch jetzt schon sagen. Aber deswegen, Marc, trotzdem danke, dass du mitgehalten hast. Ja, danke, dass du dabei warst. Auf jeden Fall. Das war die kurze Version. Das war die kurze Version. Die lange Version kommt noch irgendwann hoffentlich. Teil 2. Na, dann erklärt ihr mir nochmal, wie das mit diesem Eiffelturm und so. Dann machen wir auf Cam einen Eiffelturm. Nur für Moderator. Nur zum Illustrieren, logischerweise. Geil. Und sonst, Marc, ey, noch ein Tipp für die Jungs. Noch ein Tipp fürs Leben. Auch eine Lebensweisheit. Eine Weisheit. Eine Weisheit. Digga, ich fühle mich unter Druck gesetzt gerade. Ja, guck mal, ich bedenke mir, wer bin ich, dass ich Leuten so Lebensweisheiten gebe? Ey, ich schwöre, du checkst es nicht, ja, aber du bist der Macher, Mann. Ach, Quatsch, Mann. Also, denken wir mal, lieber mich nicht so oft als Vorbild nehmen. So weiß ich, auch viel verkackt, viele Fehler gemacht. Aber Weisheit ist immer, sich selbst zu reflektieren. Ja. Jeder kann was verkacken, jeder kann irgendwie reinhauen und irgendwie, ja, mal richtig verscheißen. Aber 100%. Wenn du dich reflektierst und versuchst, die Fehler nicht nochmal zu machen, draus zu lernen, kommst du schon immer sehr weit nach vorne. Und viel mit Menschen reden. Also ich habe sehr viel im Leben gelernt über Gespräche mit anderen Leuten. Leuten zuhören, einfach mal aus deren Erfahrungs... ich kann nicht mehr reden. Ja, learning by doing. Aber wenn, weißt du, du hast was im Leben erlebt, das ist anders, als wenn ich irgendwie nach Sachen google oder keine Ahnung. 100%. Sondern, ne, du hast diese Erfahrung gemacht und du kannst das mit einem teilen und da lernt man einfach viel. Man darf nicht zu... Ich stelle mir gerade vor, war schön mit euch, geiler Podcast, Digga. Ich stelle mir gerade vor, wie Marc vorhin einfach so, ihm geht's gar nicht gut gerade und er ist wieder am Zusammenreißen gerade noch. Eine Weisheit raustauchen. Das feiere ich. Das feiere ich. Die Kamera aus, bin ich gleich wieder mit dem Kopf in der Toilettenschachtel. Ihr lacht. Ja, ich glaube so. Ich hab's dir gefunden. Aber man muss durchziehen, Alter. Ja, wir müssen durchziehen. Ey, wenn ihr Teil 2 wollt, mit Marc, schreibt es in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall dabei. In Zürich nächstes Mal. Nächstes Mal, ja, ich mach's bei uns safe. 100%. Danke für die Einladung. Ey, danke, dass du dabei warst. Ja. Wirklich, hat uns sehr gefreut. Ey, danke euch. Man hört sich. Danke euch. Ey, peace out. King. Lass mich da. Ihr denkt jetzt, ich verarsche euch. Ich gehe wieder. Nein, ich glaub's dir.